Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Nähe- und Distanzprobleme. Viele haben das gar nicht im Blick. Und bei narzisstischer Persönlichkeit ist das Nähe- und Distanzproblem ein ganz besonders eminentes und komplexes. Und da muss man besonders darauf achten, weil sonst ist man gefangen. Sonst kommt man da gar nicht mehr so leicht raus, wenn man in diese Co-Abhängigkeit richtig energievampirmäßig hineingezogen wird, hineingesaugt wird. Ein Narzisst will immer gelobt werden. Ein Narzisst will im Mittelpunkt stehen. Ein Narzisst will ganz viel Nähe, wenn er es will. Wenn er es nicht will, wieder ganz viel Distanz. Aber grundsätzlich will der Narzisst viel angefüttert werden. Und daher braucht er normalerweise viel Zuwendung und viel Nähe. Im Folgenden jetzt 6 Punkte, wie Sie mit diesem Nähe-Distanz-Problem von Narzissten besser umgehen können, wie Sie es erkennen können und wie Sie sich schützen können. Eine erste Red Flag ist der Hunger nach Mittelpunkt. Der Narzisst will im Mittelpunkt stehen und er hat so einen Spotlight-Hunger, dass er alles tut, um sich selber in Szene zu setzen. Wenn Sie das merken, dass da jemand ständig nur sich in Szene setzt und sich auf die Seite schiebt oder sie benutzt, damit er mehr in Szene gesetzt werden kann, wissen Sie schon, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ja? Der soll sein Ding machen, wie er will, aber ich lasse mich nicht von ihm missbrauchen und nicht benutzen. Daher würde ich empfehlen, wenn jemand so im Mittelpunkt stehen will, auf Ihre Kosten, auf Distanz zu gehen und er soll selber sein Ding machen. Der findet genug andere, die er missbrauchen kann, damit er wieder im Mittelpunkt steht, aber nicht mit ihnen und nicht auf ihre Kosten. Eine zweite Red Flag ist dieser Emotionsnebel, den der Narzisst verstreut. Das ist die Unfähigkeit, sich in andere einzufühlen, die Unfähigkeit, mit anderen in Kontakt zu sein. Er versucht durch diesen emotionalen Nebel ständig Leute an sich zu ziehen und ständig auch Leute zu verwirren, auch ständig Leute auf kleiner Flamme warm zu halten, um bei Bedarf jemanden herzuholen, den er jetzt gerade für sich, für seine Zwecke gebrauchen oder leider eben ganz oft missbrauchen kann. Und das hat keinen Sinn. Ich lasse mich nicht wie ein Spielball weit wegstellen und dann wieder in die Nähe holen. Ich bin nicht auf Abruf und sage mal danke, dass ich jetzt zu dir kommen darf und danke, dass du jetzt meine Nähe brauchst, dass ich dir dienen kann und dann wäre ich wieder abgestellt. Also Nähe-Distanz-Thematik heißt, es geht um eine Beziehung und der Narzisst kann keine Beziehung leben, der ist beziehungsunfähig. Der kann nur egoistisch für sich was herholen und was wegwerfen oder wegstellen. Der kann nicht achten darauf, braucht der andere jetzt Nähe? Braucht der andere jetzt auch Zeit für sich? Ist der andere jetzt da nicht bereit für bestimmte Dinge und braucht jetzt für sich Ruhe? Das ist dem Narzissten völlig egal. Der sagt, jetzt will ich, dass du hier bist. Ja? Und wenn nicht, verbreitet er einen Emotionsnebel, dass man sich dann denkt, was ist jetzt schon wieder? Ja? Ich will eigentlich jetzt ganz mal Ruhe haben. Warum macht er jetzt eine Krise wegen nichts? Ja, warum? Weil er wieder was haben will von mir und das nicht und das glaubt, nicht zu bekommen oder nicht sofort zu bekommen. Das ist wie ein Kind, das nicht warten kann, ein unerzogenes Kind, das genau jetzt sein Spielzeug haben will oder jetzt das Eis haben will. Ja? Er ist da auch frustrationsintoleranter Narzisst und daher Nähe, Distanz kann der nicht gut, sondern er kann es nur für sich haben. Ja? Und deshalb muss man es entweder lernen. Lernen ist schwierig, deshalb würde ich empfehlen, auf Distanz zu gehen. Dritte Red Flag, ein Gefühlsblackout. Das sind ganz unangemessene Reaktionen auf die emotionalen Grundbedürfnisse vom anderen. Der Narzisst sagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Und ich sage schon, Moment, ich möchte bitten, dass wir zwei jetzt mal Zeit haben zum Sprechen, ganz normal zum Sprechen. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist. Also dieses Gefühlsblackout bedeutet beim Narzissten, wenn der keine Lust hat, stellt er sich auf taub. Oder tut er so, als wenn ich jetzt schuld wäre, dass ich schon wieder von ihm was will, wo er eh alles bereit ist, ganze Zeit zu geben. Also Sie sehen schon, der ist ständig auf der Bühne und benimmt sich wie der Verrückte. Und wenn er nicht auf der Bühne ist, dann hat er plötzlich sein Gefühlsblackout, dann ist ihm alles egal. Dann will nämlich der Narzisst Distanz. Dann sagt der Narzisst,
was störst du mich ständig? Ja, ich muss mich auch mal erholen können. Jo, kannst eh, aber du nicht so, wenn du was brauchst von mir, muss ich immer parat stehen. Und wenn du nichts brauchst, dann lehnst du mich komplett ins Eck und willst von mir nichts zu tun haben. Aber wenn du mich wieder brauchst, muss ich dich wieder servicieren. So nicht. Das müssen sie erkennen. Wenn das ist, ganz klare Red Flag, der Narzisst kann nicht mit Nähe, Distanz kompetent umgehen, sondern nur aus seiner Sicht, wie er es gerade will. Vierte Red Flag, es ist so ein bisschen eine Fortführung von der dritten, das Unabhängigkeitsphantom. Er möchte jetzt ganz sich selbst finden, möchte Zeit für sich haben. Plötzlich braucht der Narzisst ganz viel Distanz. Warum auch immer. Es kann sein, dass er merkt, da ist was schiefgegangen oder er kommt da nicht mehr hin oder er ist viel zu weit gegangen, hat viel zu viel Nähe missbraucht, ja, und auf einmal sucht er sich selber und er braucht jetzt Zeit für Stille und er möchte nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Also das gibt's ja alles, ja, wo man sich dann denkt, bitte lass mich in Ruhe mit deiner Art, das ist eine Katastrophe, wie du andere missbrauchst und das gar nicht merkst. Und er tut immer so, als würde er ganz für andere da sein. Und wenn man nur den Worten hört und nicht das, was dahinter noch mitschwingt und nicht auf seine Taten schaut, könnte man glauben, so ein guter Mensch, der bemüht sich wirklich um die anderen. Also der hat wirklich viel, viel verstanden. Er hat viel verstanden, wie man es darstellt. Er hat viel verstanden, wie man es narzisstisch ausnützt. Aber er hat nichts verstanden, wie es wirkt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Der Narzisst merkt gar nicht, wie sehr er egoistisch wirkt und er merkt gar nicht, wie sehr missbräuchlich agiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb ist es super wichtig, nicht auf seine Worte zu hören, sondern auf seine Taten zu schauen. Und wenn Sie sich triggern lassen durch seine Taten, durch seine Handlungen, durch seine Verhaltensweise, dann müssen Sie schützen und dann ist es ja doppeldeutig. Er missbraucht Sie nach außen und sagt, na, ich bin der, der wirklich auf dich schaut, ich würde dich nie missbrauchen. Deshalb ist dieses triggerfrei.at eine Hilfe für Sie. Da gibt's auf dieser Seite triggerfrei.at gibt's einen Plan, 5 Schritte, kostenfrei zum Download, wie Sie aus diesen emotionalen Triggern rauskommen, aus dieser Doppelbotschaft, aus diesen Dingen, wo Sie denken, bin ich jetzt noch normal? Ja, Sie sind schon normal, weil Sie sind gerade im Begriff, manipuliert zu werden und unnormal zu werden, abnormal zu werden, manipuliert zu werden. Sobald Sie dieses Gefühl haben, bin ich noch normal? Stopp, triggerfrei.at, dann merken Sie, aha, stimmt, ich wäre gerade verwirrt. Lassen Sie sich nicht verwirren. 5. Red Flag, der Narzisst ist Meister des Machtspiels, Meister der Kontrolle. Er will immer alles unter Kontrolle haben und sobald er merkt, es gerät ihm was außer Kontrolle, dann ist er ruckzuck, dann ist er ganz schnell. Deshalb ist er dann auch ja genau dort, wo er weiß, Achtung, ich muss jetzt hier aufpassen, damit mir hier nichts verloren geht. Auch ein Chef lässt unglaublich viel laufen, vernachlässigt die Mitarbeiter. Sobald er merkt, irgendwo gibt's Probleme und ein Mitarbeiter will kündigen oder es funktioniert was grob nicht in dem Betrieb, dann ist er total fokussiert da, ja, plötzlich. Macht auch einen guten Chef aus, weil er dann erkennt, wo sind die Nöte. Aber er erkennt's nicht im Sinn der Mitarbeiter, der hätte schon viel früher reagieren müssen, sondern er erkennt's erst dann, wenn er merkt, jetzt schwimmen mir die Fälle davon. Jetzt verliere ich die Kontrolle. Jetzt habe ich nicht mehr die Macht in diesem Bereich. Erst dann reagiert er. So kann man einen guten Chef von einem narzisstischen Chef unterscheiden. Der gute Chef kümmert sich um die Anliegen, sieht frühzeitig, wo Probleme auftreten und kümmert sich unaufgeregt rechtzeitig darum, damit es gut weiterläuft. Der narzisstische Chef, dem ist alles piepegal, kümmert sich nur um seine Bühne, um dass er gut dasteht und fahrt dann hin wie eine Hyäne oder wie ein Adler im Sturzflug und pickt sich dann was raus und macht das dann mit hoher Energie wieder gerade oft, ja, und versucht das dann auch wieder zu stabilisieren und zu reparieren, durchaus dann auch kompetent, aber mit einem irrsinnigen Kraftaufwand, total ungut, es fallen irrsinnig viele Späne, weil das so brutal gehobelt wird. Das ist nicht nachhaltig, das ist auch nicht mitarbeiterfreundlich, das ist unangenehm. Ja. Es funktioniert dann schon wieder, weil er dann so viel Energie genau auf diesen Punkt einsetzt, aber einfach nicht fein und nicht so, wie man sich's vorstellt von einem guten Vorgesetzten. Eine 6. Red Flag ist, dass der Narzisst mit Kritik nicht umgehen kann. Unfähigkeit, auch Kritik
zu empfangen und damit konstruktiv umzugehen. Wir sind ja beim Nähe-Distanz-Thema. Und sobald ihm was zu nahe geht, wo er merkt, die haben mich jetzt durchschaut, das ist jetzt da tatsächlich so, dass die wissen, worum es geht, wehrt er alles komplett ab und sagt, stimmt überhaupt nicht, kämpft um sein Leben, ist da völlig unnahbar, wo man sich denkt, hat überhaupt keinen Sinn, es bringt überhaupt nichts mehr, mit dem noch weiter zu reden, weil der ist ohnehin da nicht offen dafür. Der ist kritikunfähig. Wenn er abstürzt, depressiv und merkt, es ist alles kaputt und dann ist er komplett fertig mit den Nerven und dadurch eben auch wirklich tatsächlich für eine kurze Zeit schwer depressiv, dann kann man ihn kritisieren. Dann kann man ihn zwar noch weiter runterziehen und er kann wirklich bis zur Selbstmordgefährdung dann sich kaputt machen, weil er sieht, wie viel er kaputt gemacht hat. Den ganzen Scherbenhaufen seines Lebens sieht der Narzisst dann, wenn er narzisstisch gefallen ist und in der Depression drin hängt. Aber es ist die Chance, um zu sagen, und jetzt nimm Therapie in Anspruch, jetzt ändere dein Verhalten. So wie du machst, geht's nicht. So wie du machst, hat's keine Zukunft. Vergiss es, du musst jetzt da wirklich umkehren, du musst was ändern, du musst neu starten, du brauchst Hilfe von außen. Dein Erfolgskonzept ist kein Erfolgskonzept. Da macht man den Narzissten zwar noch mehr fertig, man kommt ihm dann vielleicht auch noch einmal zu nah, wo er sich noch einmal versucht abzugrenzen, aber es ist die einzige Chance, dass er da was ändert. Und viele Narzissten sind dann gerade auch in dieser Phase der Schwäche in der Lage, was zu ändern und sich dann wirklich auch auf ein gutes Nähe-Distanz-Verhältnis einzulassen. Deshalb gibt es auch ein Stück Hoffnung. Der Narzisst kann schon ein gutes, gesundes Nähe-Distanz-Verhältnis lernen, aber nur, wenn er von sich selber wegschauen lernt. Wenn er auch einmal wirklich tief gefallen ist und merkt, es geht so nicht weiter. Gerne unterstütze ich Sie da auch dabei, dass auch sowohl in der Paartherapie als auch in der Einzeltherapie, dass dieses Nähe-Distanz-Verhältnis mit narzisstischen Menschen besser wird oder auch wenn Sie selber merken, Sie haben starke narzisstische Anteile, dass ich Ihnen da helfe, das auch besser zu verstehen. Nicht, dass Sie mehr der Narzisst bleiben können, sondern dass Sie rauskommen aus diesem narzisstischen, eng geführten Machtbedürfnis, ja, dass wenn ich da nicht rauskomme, auch wenn es bisher meine Erfolgsmethode ist, werde ich irgendwann einmal keinen Erfolg mehr haben. Viele erfolgreiche Narzissten stürzen ja dann eben ab, weil sie das nicht kapieren, dieses Nähe-Distanz-Verhältnis. Gerne bin ich für Sie da. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link für ein kostenloses, kurzes Informationsgespräch und nachher können wir schauen, wie kann ich Ihnen helfen. Alle Videos sind auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen für Sie kostenfrei verfügbar. Alles Gute für Sie.